Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Auch für Bündnis 90 Die Grünen ist das Thema soziale Mobilität sehr wichtig. Wir wollen mehr Menschen die Nutzung von Bus und Bahn ermöglichen. Und das hat natürlich ganz viel mit Tarifen zu tun. Und deswegen ist es immer gut, sich im Parlament auch über Tarife zu verständigen. Und wir kennen ja, dass da ganz viele Menschen auch ganz viele Wünsche haben. Dazu komme ich gleich nochmal. In den letzten 5 Jahren ist die Tarifspirale eigentlich immer nach oben gegangen. Und das haben wir jetzt erstmal eben nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ganz positive Botschaft, dass wir in diesem Jahr die Tarife nicht erhöhen werden. Und das ist, glaube ich, gut, weil wir sogar einen Schritt in die andere Richtung gemacht haben. Wir haben als Koalition im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen das Sozialticket günstiger gestalten. Und das haben wir gemacht. Ab Juli wird das Sozialticket deutlich günstiger sein, nicht mehr 36 Euro kosten, sondern 27,50 Euro. Das ist der Betrag, der im ALG-Satz dafür vorgesehen ist. Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung. Es ist aber so, dass natürlich viele Begehrlichkeiten bei den Tarifen existieren. Das ist auch total verständlich. Jeder hat da sein Bild, seine Erlebnisse im Hintergrund. Und deswegen gibt es Artikel, wo dann zwei durchaus prominente Politiker in Berlin sagen, es muss das Jobticket sein, was zuerst günstiger gemacht werden muss. Jetzt haben wir von der AfD was gehört, wo dort ein Punkt gesetzt wurde. Die SPD hat gesagt, es sind die Abos, die auch günstiger werden müssen. Da ist also ganz, ganz viel an Ideen vorhanden. Deswegen sind wir im Koalitionsvertrag, weil wir das ja wussten, dass diese Begehrlichkeiten kommen, dahin gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen uns das Tarifsystem in Gänze anschauen und deswegen machen wir eine Facharbeitsgruppe Tarife. Es ist schon angesprochen worden, wo wir auch das solidarische Azubi-Ticket uns anschauen, das Semesterticket, das Thema Fahrradmitnahme, die Zehnerkarte, die Viererkarte, all diese spannenden, vielfältigen Fragen. Und da ist, Herr Kollege von der AfD, Ihre Frage eine davon, aber auch nicht die einzige. Und man muss das wirklich komplex sehen und nicht dann die ganz einfache Antwort suchen und sagen, wir machen es jetzt mal an der Stelle. Als Koalition haben wir gesagt, beim Sozialticket machen wir die Ausnahme, weil da brennt die Luft und haben das jetzt für den Juli und kommende Zeiten geklärt. Wir wollen die Gegenfinanzierung mit betrachten. Das, glaube ich, gebietet das, auch die Ehrlichkeit und Machbarkeit in der Frage, weil einfach so zu verkünden, wir machen mal alles irgendwie günstiger, das funktioniert leider nicht. Und deswegen haben wir unseren Vorschlag im Koalitionsvertrag festgelegt. Wir werden das in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2017 angehen mit der Facharbeitsgruppe. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Vielen Dank.